Achso, genauere Daten wurden bereits übermittelt. Wir haben hier noch eine Anschrift von ihm. Die ist noch offen seit zwei Streams. Na gut, bei den anderen haben wir die Adressen, glaube ich, irgendwann auch hochgeladen, oder? Nicht bei allen, aber ja. Ah. Oschi schreibt im Chat, ich glaube, wir müssen Abraham finden und den Geburtsort hochladen. Ich würde das mal mit der Adresse probieren. Erstmal Portobello Road 22 in Farview. Ja. Na denn. Abrahams Adresse. Sehr gut. Ich werde sofort ein Team zur Untersuchung dorthin schicken. Irgendwie glaube ich nicht, dass er dort sein wird. Machen Sie weiter. Ich sage Ihnen Bescheid, wenn das Team sich gemeldet hat. Ja, wir werden wohl den Geburtsort hochladen müssen, ne? Ich meine, das Gute ist, dass Lakshu Ja. Dieter Der kann wahrscheinlich nicht einfach in Stuttgart einmarschieren und das von der Armee besetzen lassen, um. genau, aber ist ja kein Nachbarland, wissen wir jetzt auch. Wir haben die Ja. Karte gesehen. Und dazu kommt, dass er vorhin gesagt hat, er kann, dass die Leute im Ausland nicht beobachten können. Also ich weiß nicht, warum die keinen Auslandsgeheimdienst haben, aber okay. Nee, ich glaube, wir beide, also Symes und wir als Spieler, können keine Leute im Ausland beobachten. Das ist wahrscheinlich eine andere Abteilung. Man teilt ja auch nicht jede Information. Ja, auf jeden Fall nicht so, dass es ehrenamtliche Intelligence-Sammelnasen das mitbekommen oder so. Na, guck mal, wir haben es auch noch nicht hochgeladen. Noch sind keine bewaffneten Einsatzkräfte unterwegs und klingeln an irgendwelchen Türen. Ja. Wollen wir? Ja. Verwandte Dokumente gefunden. Symes sagt nichts. Ist einfach nur ein verwandtes Dokument. Helfen Sie bei der Suche nach Gunther Ahrens. Missing Persons Worldwide. Wenn ich Okay. irgendwo was sehen würde mit Missing Persons Worldwide, würde ich da nicht draufklicken. Das klingt wie ein Scam. Sieht auch ein bisschen so aus. Ja. Warum haben wir hier? Ach so, ja. Missing Persons Worldwide. Eins bleibt, die Hoffnung zu finden. Hotline, bla 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 bla, kostenlos. Vermisst, liebevoller Vater und Ehemann. Der Ist hat ein das? bisschen Ähnlichkeit mit Goldfels. Da ist er grau, hier ist er nicht so grau. Und das wird uns angezeigt als Abraham Goldfels neues Profilbild. Alter beim Verschwinden 40, Alter heute 63, vermisst seit 30. September 93. Greibling bei Stuttgart, Deutschland. Mehr Informationen? Ah ja, Ja. persönliche Nachricht. Persönliche Nachricht. Mein lieber Gunther wird seit einigen Jahren vermisst. Eines Tages kam Gunther nicht von der Arbeit zurück. Kollegen und Freunde behaupten, sie hätten ihn nicht gesehen, noch hätten sie eine Ahnung, wohin er gegangen sein könnte. Wir setzen all unsere Hoffnung auf die neuen Möglichkeiten des Internets, um unsere Suche fortzusetzen und ihn vielleicht eines Tages zu finden. Gunther, ich habe das Vertrauen nicht verloren, dass du noch da draußen bist. Du würdest uns nie im Stich lassen. Das würdest du nicht tun. Das weiß ich. Wenn du das jemals liest, ruf bitte an oder schreib. Gib uns einfach etwas, um zu wissen, was aus dir geworden ist. Wir sind dir nicht böse. Wir werden nie wütend auf dich sein. Wir warten einfach nur auf dich. Deine liebende Frau Margarete und Tochter Eva Ahrens. Wenn Sie Gunther gesehen haben oder sich selbst erkennen, nehmen Sie Kontakt auf mit uns auf. Rufen Sie bla 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 an und schreiben Sie uns. At sighting at missing persons worldwide int. Rund um die Uhr und anonym. Warte mal.
Vermisst seit 30. September 93. Ich kann nochmal auf dem Computer des Anwalts gucken, aber dass der Anwalt verheiratet war, heißt ja nicht, hat ja nichts mit hier, mit Goldfels zu tun. Okay. Neues Profilbild. Ich bin total irritiert. Ich weiß gerade nicht, was ich mit dieser Information anfangen soll. Ich kann es gerade nicht ein- und sortieren. Tagor Sim sagt, guten Abend. Ich weiß ja nicht, ob ihr der Texteinblendung Glauben schenken, ob ich der Texteinblendung Glauben schenken kann. Franks Arbeit habt ihr ja auch schon sehr geschickt gelenkt. Genau, Beholder 3. Darauf bezieht sich das. Bei Beholder 3 ist der Hauptprotagonist Frank. Und da wurden wir sehr gelenkt von dem, also das ist so, was kann man da wirklich glauben? Das ist jetzt so, die Ähnlichkeit ist schon sehr. Wir haben hier noch ein anderes Bild. Ja, das ist ja schon. Ja. Ich überlege gerade, ob er auf einem dieser Fischereifotos drauf war. Sundown-Trophäe. Oh. Da? Hm. Ich kenne die sich ja schon länger. Ich hab gedacht, wir kommen endlich mal zum Ende und jedes verdammte Mal kommt wieder irgendwas Neues. Ich muss kurz das André streckt sich übernehmen. Ich muss mal kurz. Also ich bin noch da. Ich muss mal kurz außerhalb des Kamerabildes sein. Aber du kannst mit uns sprechen, wie ich höre. Ja, ja, das ist super. Ich sehe sogar, was im Chat passiert. Ja, okay. Aber, dann ja. Kann ich mich auch mal strecken. Das ist. Ich tendiere jetzt. Hear me out. Ich tendiere jetzt zu sagen, lass uns diese Trophäe hochladen. Lass uns dieses Bild einmal hochladen. Und gucken, was passiert? Und gucken, was passiert. Mhm. Eigentlich lustig, bis bei Abraham Goldfels hochzuladen, ob es funktioniert oder nicht. Oh, das könnten wir machen. Wir können es mal probieren. Das geht. Es funktioniert. Er ist da tatsächlich im Hintergrund. Willkommen, Anglerclub Sundown. Sundown Fishing Club. My dear Mr. Singing Club fällt mir da ein. Achso, ich muss da draufklicken. Der Club, Bildergalerie. Werbung von Watergate Pharmaceuticals. Brandheiß gegen Erkältung. Wie schön. Über uns. Petri Heil, Freunde des Angelsports. Stressigen Tag im Büro gehabt? Dein Chef weiß deine Arbeit nicht zu schätzen? Papier stapelt sich auf deinem Schreibtisch? Das kennen wir alle, Kumpel. Deswegen haben wir den Sundown Fishing Club gegründet. Ein Club, der sich Männern widmet. Oh. Wir kennen begeisterte Anglerinnen. Nee, eben nicht AnglerInnen. Naja, ich weiß, aber an die denke ich gerade. Ja. Ladies. Deshalb haben wir den Sundown Fishing Club gegründet, einen Club, der sich Männern widmet, die es verdient haben, nach einem harten Arbeitstag abzuspannen. Wir angeln nicht nur, auch wenn der Name das vermuten lässt. Wir grillen auch regelmäßig, spielen Karten oder andere Spiele und haben rundum eine gute Zeit. Die Sundowners treffen sich jeden Dienstag und Donnerstag ab 19 Uhr am Savera Lake direkt zwischen Bonden und Farview. Wenn du Lust bekommen hast, kannst du uns an der Lakeview Lodge auf der Südseite treffen. Du kannst den Club für eine sehr günstige Monatsgebühr von 25 Geld beitreten. Komm wegen des Seeufers, aber bleib auf ein Bier im Sundown Fishing Club. Regeln. Es ist uns sehr wichtig, dass du dich, solange du dich für einen Sundowner hältst, unsere Regeln einhältst. Erstens, angle verantwortungsvoll. Obwohl am Saverick Lake kein Angelschein erforderlich ist, beachten wir die offizielle Fangquote. Wenn du nur wegen des Fangs selbst angelst, lass die Fische wieder frei, damit sie noch etwas länger leben können. Ansonsten musst du deinen Fang schriftlich in unsere Fanglisten erfassen.
Zweitens, nimm Rücksicht auf die Umwelt. Unsere Anlage ist gut gepflegt und bietet unseren Mitgliedern einen angenehmen Ort zum Wohlfühlen. Nimm deinen Abfall stets mit. Mache auch kein Feuer außerhalb des markierten Bereichs. Lasse niemals ohne Aufsicht ein offenes Feuer brennen. Achte auch auf die Lärmbelästigung, also keine laute Musik oder tosende Partys. Drittens, nur für Mitglieder. Potenzielle neue Mitglieder können jedes Meeting mit einem aktuellen Sundowner besuchen und werden als vorläufiges Mitglied betrachtet, solange sie unsere Angebote ausprobieren. Verwandte, Ehepartner, Kinder und so weiter dürfen nach erfolgter Anmeldung nur besondere öffentliche Veranstaltungen besuchen. Viertens, vergiss nicht, deine Trophäen zu präsentieren. Um an der Vergabe des Fangs des Monats teilnehmen zu können, musst du die Trophäe 5 Werktage vor Ende eines jeden Monats der Preisjury übergeben. Kontakt. Für Rückfragen schick bitte eine E-Mail an unseren Vorsitzenden Dan Kingsley unter kingfisher@sundownfishing.tna. Bitte vermeide es, in die Kommentare der Galerie zu schreiben. Wir beantworten keine Fragen, die dort gestellt werden. Vielen Dank. Bevor du in die Bildergalerie guckst, kurz in den Chat. Erstmal herzlich willkommen, Matt Nein. Und ich muss auch nochmal gerade Nase putzen, ja. Mach das, dann kann ich einfach dir erzählen, was hier noch so steht. Und Fun Hunter bringt nochmal, bringt den Punkt, das Hochzeitsbild hochzuladen. Vielleicht war das ja auch im falschen Profil. Vielleicht ist das ja das Hochzeitsbild von Abraham Goldfels. Und ja, Parsec stimmt mit ein über unsere Aufregung über männliche Freunde des Angelsports. Oh. Hast du mich gehört eigentlich? Oder ja, ich habe dich sehr gut gehört, ja. Danke, ja. Könnte er das sein? Ja, das könnte auch, nee. Nein, 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 nein. Ja, er hat halt keinen Schnauzbart, ja. Aber ich würde sagen, der sieht Langley. Kannst du das überhaupt hochladen, das Bild? Ja, und das ist gelb. Und wir wissen nicht, was der Konflikt ist. Hochzeit 93. Und unsere Information mit dem hier, dass er 93 abgehauen ist. Alter, ja, beim ist Verschwinden 93. 40. Also wir wissen, dass er 93 weg war. Wir wissen auch, dass er eine Ehefrau und eine Tochter hat. Nur ist die Frage, haben die erst 93 geheiratet oder nicht? Aber theoretisch könntest du mal probieren, das Hochzeitsbild im Profil von Abraham Goldfels hochzuladen? Also nicht wirklich fallen lassen, sondern falsches Profil. Okay, gut. Da wissen wir, weil im Endeffekt so sind wir ja gerade irgendwie zu diesem Fischereibild gekommen. Ja. Kann es immer noch nicht glauben. Ja, Funhunter sagt die Hochzeit der Tochter. Nee, das glaube ich nicht. Die Hochzeit der Tochter, das hier würde ich sagen, ist die Hochzeit von Joseph Langley. Und Joseph Langley ist, wir wissen nicht, wann er geboren ist, aber er hat Absolvent an der Standingham University im Jahr 92 und er hat 83 in der Armee der Nation gedient. Er wird wahrscheinlich, also 93 ist Goldfels 40. Das heißt, 83 wäre Goldfels 30. Das wäre ein bisschen. Das heißt, Goldfels ist wahrscheinlich ein bisschen älter als Langley. Und deswegen glaube ich, das hier ist tatsächlich Langley. Vor allem, weil uns ja gesagt wurde, hier können nicht alle im Konflikt stehenden Datenchunks wurden gefunden. Von einem Upload wird dringend abgeraten. Ja, das dann, wenn mir Orwell schon sagt, dass ich da, dass es mir abrät. Aber ich würde sagen, das ist ein Foto von Joseph Langley. Der hat 93 irgendjemanden geheiratet, als er Mitte 20 war. Oder vielleicht gerade so 30. Ohne, vielleicht war er auch mit Catherine Delacroix verheiratet, da hatte sie noch eine andere Haarfarbe. Da, ja, okay, das ist eine auch eine Theorie, ja. Aber mit Theorien werden wir immer besser. Ja. Aber das Spiel überrascht uns trotzdem, da kommt dann was ganz anderes dabei raus, weil das Abraham Goldfels eigentlich anders heißt. Das hatte ich nicht auf dem Schirm.
Richtig, ja, und The Real Panse sagt, war Langley nicht in einer Beziehung? Ja, Langley ist in einer Beziehung mit Cassandra Watergate, die im Knast sitzt. Die aus der Watergate-Familie, die hier gerade die Werbung platziert haben für ihre Pharmazeutika. Genau. Das heißt, er wird wahrscheinlich auch geschieden sein in der Zwischenzeit, weil wir haben 2017 und er hat 93 geheiratet. Das ist jetzt nicht so und daran... Das ist okay, also kann man machen. Es ist nicht verboten. Was? Scheidungen? Oder heiraten? Ja, beides. Schöne wobei, Grundlage, weiß ich nicht. Eine wunderbare Frau. Ja, wobei, wo das hier ist, ne, können wir jetzt. Das sieht heterosexuell aus. Wenn das ein Mann wäre, wäre es vielleicht ja verboten in der Nation. Das wissen wir gar nicht. Okay. Nun ist die Frage, laden wir die Informationen über Abraham Goldface hoch? Ich würde jetzt mal vermuten, ja. Welche Informationen? Dass er dieser gesuchte Günther Ahrens ist? Mhm. Wollen wir nicht erstmal den Anglerclub fertig machen? Ja, dann lass uns erstmal den Anglerclub fertig machen. Vielleicht könnt ihr ja im Chat schon irgendwie so ein Ja oder Nein schreiben, ob wir diese Informationen hochladen oder nicht. Also die Information, dass wir den vermissten Menschen aus Deutschland verknüpfen mit Abraham Goldfels. Ja. Dann lass uns mal in die Bildergalerie gucken, wer da noch so da ist. Oder willst du erstmal in den Club gucken? Achso, der Club, wir sind auf der Seite der Club. Sehr selbstreferenziell, diese Seite. Aber okay, dann kann man von der Bildergalerie hier wieder hinkommen. Aha, hochgeladen am 29. August 2040 von Kingfisher. Das Bild von Joseph Langley ist von 2014. Das hier. Und da ist Abraham Goldfels im Hintergrund. Interessant. Kurze Frage, müssten wir das Bild von Langley eigentlich bei ihm auch nochmal hochladen? Nee. So, nee, ne? Nee. Da steht auch Hobbyangler. Das ist das Letzte. Es hat beide getroffen. Hier haben wir irgendeinen anderen Typen, der hat Fische. Dann haben wir ein Profilbild von Goldfels. Wie er Schach spielt. Ah, und es sind überall Kommentare unter den Bildern. Entschuldigung. Gott. Ich lese das mal kurz vor. Sind ja eh nur Herren. Kommentar von Kingfisher. Ah, das hier ist der Chef. Also hier unten einmal. Dan Kingsley ist Kingfisher. Und die Auszeichnung Fang des Monats geht an Josef. Eine Regenbogenforelle, 29 Pfund. Glückwunsch, Kollege. Kommentar von Fishing for Compliments. Heilige Scheiße, das Ding ist ja gewaltig. Ich dachte erst, das wäre ein Forellenbarsch. Glückwunsch. Kommentar von Indubio. Danke, Jungs. Die erste Runde Pilz nächste Woche geht auf mich. Indubio. Mein Freund Indubio. Ja. Kommentar von King Fishing for Compliments. Ich frage mich wirklich, woher die kommt. Noch nie so eine Schönheit im Savera gesehen. Prost, Josef. Kommentar von Nivrat. Hört, hört. So, nächstes Bild. Hiermit erkläre ich die diesjährige Saison für beendet. Kommentar von Kickbait, das ist unser Dan. Er schnappt sich einfach mal die doppelte Beute. Kommentar von Nirwart, ganz schön gierig, Dan. Gierig nehme ich an, das verletzt die Quote, wa? Die Quote bin ich. Indubio, naja, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, wie man so schön sagt. Das hat nichts, absolut nichts mit Zufall zu tun. Pass auf. Und du lernst vielleicht noch ein oder in diesem Fall zwei Dinge lernen, da fehlt ein Kann. Ja. Hier haben wir ein neues Bild von Goldfels. Kommentar von... Ja. Ganz kurz reingrätschen. Es gab gerade einen Kommentar von jemandem, dem davor, mit dem Usernamen Nirwart. Und das Geile ist, nicht nur, dass Horsey und Will Panzer genau das Gleiche gemacht haben. Ich habe auch gerade überlegt, warte mal, was ist das denn? Und kam auch bei Darwin raus und hatte das gerade zu Ende... Und guck rein und direkt wurde das gepostet. Sehr schön. Ja.
Ach, und es hatte auch den Fisch mit den Füßen in den Kommentaren. Ja, hier. Den Darwin-Fisch. Kommentar von Kingfisher. Er ist seit einiger Zeit als temporäres Mitglied dabei. Jetzt hat er die beste Entscheidung seines Lebens getroffen und sich uns angeschlossen. Bitte begrüßen Sie uns im Club Abraham. Kommentar von Nirma. Willkommen, Abe. Habe das letzte Mal nicht gefragt, darf ich dich Abe nennen? Willkommen, ich habe dich das letzte Mal gesehen, hatte leider aber nicht die Gelegenheit, mit dir zu reden. Wird beim nächsten Mal nachgeholt. Kommentar von Kickbait. Was? Verarscht du uns? Dachte, wir wären ein Club für echte Männer. Lassen wir jetzt also jeden rein, oder was? Gibt's ein Problem mit Abe? Ron? Da kannst du deinen Arsch drauf verwetten, dass es das gibt, Dan. Wir haben noch nie eine Schwuchtel im Club. Und mir wär's lieb, wenn das so bleibt. Okay. Blödsinn. Ich habe den ganzen Abend mit ihm gesprochen am letzten D. Aber er schien mir ganz normal zu sein. Warum sollte das deiner Meinung nach relevant sein? Verdammt. Doch ist er Norman. Fred hat mir gesagt, dass er von ihm einmal praktisch angebaggert wurde. Beweist genug, dass Abraham schwul ist, meiner Meinung nach. Nicht relevant, Dan? Das ist ein Männerclub. Ist es nicht offensichtlich, was der hier vorhat? Und er hat uns nicht mal gleich gesagt, diese Heimlichtuerei ist ekelhaft. Du bist ekelhaft, Typ. Das ist wirklich doof. Ich habe nichts gegen Schwule, aber das ist wirklich was, das wir zuerst besprechen sollten. Ron hat da schon recht. In dubio, könnt ihr bitte alle etwas Anstand zeigen? Ihr diskutiert die Sexualität eines Mannes auf einer öffentlichen Online-Fotogalerie. Das ist nicht nur von vornherein irrelevant, sondern gehört auch gar nicht hierher.